Hallöchen, ihr Lieben, und willkommen zurück zu Planet Coaster. Wir buddeln uns jetzt erst einmal wieder ein bisschen durch den Berg, bevor wir hier hoffentlich den Lift vielleicht abschließen können heute. Und ja, ich habe mir gemerkt, dass wir hier in den Berg reinkrabbeln müssen, um weiter zu buddeln. Dann gucken wir mal eben, wo die Stelle war. Ach, guck mal, hier direkt unter dem... Ich nicht, nein. Irgendwo hier, da. Da war es. Und wir müssen das Licht wieder anmachen, damit wir hier auch genug sehen. So, das funktioniert hier noch wunderbar. Dann machen wir mal weiter damit. Und gucken mal, ja, hier kommen wir dann auch direkt wieder raus. Das wäre jetzt hier noch lustig, diese ganzen Stellen dann zu schließen. Ich weiß noch nicht, ob wir das dann sichtbar machen wollen. Habe ich jetzt da hinten geglättet? Habe ich das erwischt? Naja, gut. Ob wir das sichtbar machen wollen? Oder ob wir das auch verstecken? Das hier ist ja jetzt hier auch außerhalb vom Berg. Aber ich glaube, das wollte ich auch außerhalb vom Berg haben. Guck mal, da hätte ich da echt diesen Millimeter noch weiter buddeln können. Aber das ist halt so die Sache, ne? Man weiß teilweise überhaupt nicht, wo man dann hier ist. Gut, dann sind wir doch wieder ein bisschen außerhalb vom Berg und nicht innen. Kann ich die Taschenlampe auch wieder ausmachen. Ich hätte das hier gerne, dass das hier auch wieder auf dem Fels entlang geht. So. Das wird jetzt hier noch lustig, das hier so ein bisschen anzupassen. Mach mal hier so ein bisschen größer. War da gleich nochmal buddeln. Hier kann man das auch nochmal hochziehen. Ne, wir brauchen mehr Canyon Action. So, jetzt kommt wieder unsere Wir machen es glatt Party. Könnte ja hier so eine Ebene sein. Halt auch die Frage, ne, das hier ist auch noch nicht so ausdefiniert. Ah ne, das wollte ich ja noch in dem Berg, glaube ich, machen, weil da ist, glaube ich, die Kurve mit der Wasserbahn. Da bin ich mir fast sicher. So, ja, nee, ich wollte ja hier das ja schon auf einer Steigung machen. Warte mal, jetzt ist die Größe wieder viel zu klein. Hier die Einstellungen sind auch manchmal ein Graus. So. Strecke, wo bist du? Also ich bin ganz froh, wenn wir hier das Terraforming dann soweit durch haben und uns dann wirklich nur noch mit den Dekorationssachen beschäftigen müssen. Na, da freue ich mich drauf. Das sagt sie jetzt noch. Und dann, ich sehe mich schon kommen, wenn wir dann da am Dekorieren sind, dann bin ich da nur am Rumjammern. Dass das alles zu lange dauert. Okay, diese Kurve hier ist doch sehr steil und hier müssen wir dann nochmal... außen so ein bisschen auffüllen. Das Ganze da mehr drauf entlang läuft. Das haben wir gerade irgendwie noch nicht so hingekriegt. So. Das hier innen nochmal wieder wegmachen. Ah, da machen wir auch nochmal irgendwie so einen schönen Klotz dann raus. Da vorne geht es dann wieder in den Berg wahrscheinlich. Da müssen wir mal gucken, wo da dann die Strecke weiter entlang geht. Eieieiei. Oh, ich möchte eigentlich nicht hier wieder jetzt stärker machen, aber ich glaube, das ist vonnöten. Nochmal wieder... Power zu machen beim Buddeln.
Da geht es jetzt wieder in die Erde rein. Aber ich würde trotzdem vorher gerne hier außen das Ganze etwas definieren, bevor wir uns hier in den Berg wieder hineinbuddeln. Da sieht doch schon mal besser aus. Müssen wir nur gucken, dass das von hier auch überall irgendwie gut aussieht. Das tut es nämlich noch nicht so wirklich. So, glätten. Das können wir hier auch nochmal ordentlich schließen. So. Das hier vielleicht, ja, das brauchen wir aber so, ne? Glaube ich. Aber das hier bis zu dem Wasserbecken ziehen. Haben wir ja hier auch mehr oder weniger eine glatte Wand. Ja, die Stelle wird noch spannend. Vielleicht müssen wir dann doch erstmal so weit die Strecke frei buddeln, bis wir die Wasserbahn dann buddeln können. Ah, das kann hier ruhig auch wieder so ein, ne? So eine schöne runde Fläche. Wobei ruhig ein bisschen länger in die Richtung. Und. Warum mal nicht so, ne? Dass oben breiter wird. Hier, das würde ich gerne noch flicken, das Loch. Hier auch wieder so diese, ne, Canyon-Struktur bekommen. Diese glatte Wand nach oben. Und das wird dann ja noch geguckt. Gut, aber ich würde doch gerne noch ein bisschen buddeln. Und es leckt wieder sehr. Da fällt mir das Buddeln schwer. Lampe? Ich glaube, wir müssen es doch ein bisschen breiter machen. Das war, glaube ich, dann schon ganz gut. Huch! Hallo! Drecke! Drecke, Höhle, Warteschlange. Vielleicht kann man das echt hier. Oh, das ist sehr knapp gewesen, ne? Vielleicht kann ich das echt irgendwie optisch hier verknüpfen. Müssten wir da vorne, glaube ich, gleich wieder aus dem Berg rauskommen. Das Stück, was wir da von außen schon gesehen haben. Ja, da ist es. Das ist jetzt die Frage, wie lassen wir das verlaufen? Das könnte ja auch außerhalb des Berges dann sein, ne? Jetzt können wir nämlich hier mal gucken. Das hier irgendwie ordentlich hinbekommen. Vom Berg her. Dass man da so rauskommt. Hier vielleicht noch dann, je nachdem, wie weit wir das hier ziehen können. Da müssen wir natürlich jetzt gucken. Ja, die Wasserbahn freigelegt sein sollte. Und die Achterbahn aber nicht. Also doch, aber hier, ne, so eingebaut. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Ich bin fast dafür, echt zu gucken, dass wir hier die Wasserbahn nicht zurückbauen, sondern so lassen.
und dann geht's hier hoch zum Lift. Dann haben wir eigentlich die Strecke von der Achterbahn fertig. Jetzt muss das Ganze nur noch ein bisschen definiert werden. Zwecks Canyon-Optik, weil wirklich Canyon haben wir jetzt gerade hier nicht. Aber das können wir hier noch gerade ziehen. Hier könnten wir noch eine Ebene gerade ziehen. Oh, das wird dann noch lustig, hier überall den Canyon halt wirklich zu definieren. Oh. Sieht doch gut aus. Noch? Nee, warte, da müssen wir vielleicht etwas ziehen anstatt drücken. Damit das hier gerade runter geht, genauso wie an der Stelle. Hier auch. Da müssen wir dann ja eh mit der Wasserbahn gucken, dass wir uns dann da reinbuddeln. Könnten wir eigentlich hier schon mal so andeuten, dass es dann ja hier auch wieder in eine Höhle geht. Machen wir das Stückchen hier außen schon mal. So. Da finde ich es jetzt gar nicht so schlimm, weil dann ist das hier halt so richtig schön eingelassen im Berg. So habe ich mir das eigentlich auch vorgestellt. Auf dem ganzen Stück hier. Aber ja, da müssen wir dann nochmal gucken, wie wir das hier an solchen Stellen handhaben. Entweder könnte man natürlich sagen, man macht hier, geht man nah bis an die Strecke ran, seitlich. Ja, dass die im Prinzip hier im Boden liegt. Und hier macht man dann halt nochmal so eine Kuhle, dass man im Prinzip nur so eine Wand dann hat. Ich weiß nicht, ob das funktionieren würde. Hier gerade auf jeden Fall nicht. Und ich weiß nicht, warum. Doch, ich weiß warum, weil wir hier noch ein bisschen Berg brauchen. Hier, warum geht das immer noch nicht? Okay, na, dann müssen wir nochmal gucken, wie wir das Ganze hier dann vielleicht hinkriegen. Ich bin nämlich jetzt auch schon wieder hier länger beschäftigt am Terrain, als ich wollte. Ja, das funktioniert aus verschiedenen Gründen irgendwie nicht so ganz, wie ich mir das vorgestellt habe. Okay. Aber kein Problem, das kriegen wir dann noch irgendwie gelöst. Dann würde ich sagen, machen wir in der am Anfang der nächsten Folge die Wasserbahn, dass wir uns da einmal den Weg durchbuddeln. Und dann können wir ja gucken, wie wir hier den Canyon noch weiter ausdefinieren. Optisch. Finde ich bisher aber eigentlich ganz cool. Also ich fände das auch cool, wenn das hier außen ist. Aber ich glaube, wie gesagt, dass das die Kurve ist mit der Wasserbahn. Und die wollte ich ja eigentlich komplett innen im Berg haben. Müssen wir mal gucken, wie das so läuft. Aber wir bauen jetzt erstmal noch an unserem Lift weiter, dass wir den auch so langsam fertig bekommen. Und zwar müssen wir hier oben, upsie, Leckspeicher, wie auch immer, habe ich die Taschenlampe noch an? Nein, ich hatte sie aus. Okay. Und die Kamera hatte ich auch schon wieder die richtige. So. Ich würde mal sagen, wir kopieren uns den Spaß hier.
Das können wir ja alles so kopieren. So. Dann müssen wir nur gucken, dass wir das hier auch mit den Abständen. Achso, wir können es ja hier unten dran ausmachen. Ich wollte gerade sagen, müssen wir gucken, dass wir das hinkriegen. Einmal von der Breite müsste das ja so sein. Und von der Höhe müsste das dann. Der ist immer so ein bisschen höher. So dann sein, ne? Und dann kommen wir hier in die ersten Konflikte. Passen wir das Ganze jetzt mal hier unserer jetzigen Struktur an. So, einmal runter. Dann brauchen wir nur euch beiden. Ihr müsst auch ein Stück weiter runter. Das hier muss dann auch weiter runter. Vielleicht dann so auf diese Höhe. Ja, ich glaube, das ist besser, wenn der auch in dieser Kurvenlage bleibt. Macht es einfacher. Genauso wie du. Dich brauchen wir dann auch nochmal da drüben. Dann hätten wir das. Geländer werden wir wieder auf der anderen Seite anpassen. Hier oben brauchen wir noch den schrägen Balken. Und dann können wir eigentlich die Seite auf die andere schon rüber kopieren. Müssten wir jetzt eigentlich alle Elemente soweit drin haben, ne? Bis auf den Zaun, aber wie gesagt, den machen wir dann auf der anderen Seite und kopieren den hier rüber. So, die Sachen brauchen wir, das brauchen wir, das brauchen wir. Das brauchen wir, dich brauchen wir. Und hier vorne die ersten beiden. Na wunderbar. Zack. Haben wir das auch. Jetzt machen wir von der Seite hier wieder den das Zäunchen, kopieren das dann darüber und dann sind wir hier oben auf jeden Fall fertig. So. So. Vielleicht hier hinten noch mal ein. Einfach nur, weil es geht. Jetzt müssen wir natürlich hier gucken, dass wir die Rundung schön mitnehmen. Willst du wohl? Und einen noch darüber. Und dann noch so ein Stück ernsthaft. Na ja, gut. So, das und das kopieren wir jetzt rüber. Dann haben wir hier auf der Seite die Geländergeschichte auch fertig. Passt das so? Ja, an sich schon, ne? Was aber nicht ganz so passt, seid ihr. Genauso wie du. Zumindest optisch von dieser Seite gesehen. Andere Seite ist mir da so ein bisschen egal. Okay.
Haben wir das? Oh, was wir noch nicht haben, ist die Lampe hier oben. Nein, grün. Danke. Warten kurz, er speichert. So. Oh, habe ich schon fast erwischt, ne? Da ist er. Bisschen wieder runter und dann sollte das doch soweit passen. Okay. Das schon mal hier oben zu dem Liftende. Jetzt können wir natürlich erstmal gucken, dass wir die Balken unten bis in den Boden ziehen. Der Seite, da hinten sind sie im Boden, ne? Das schon mal. So, wer schwebt jetzt noch? Ihr schwebt noch. Du bist ein Stück zu weit. Hier schwebt noch. Na, wunderbar. Dann haben wir das doch auch schon mal. Okay, wir könnten eventuell sagen, wir machen diese Konstruktion. Ja, ihr versteht, dass das hier noch mal mehr so dann abgestützt wird. So, und runter müsste dann ja die Höhe sein ungefähr. Rüber. Runter. Das sieht gut aus. Gefällt mir. Ja, hier müssten wir gucken. Ah, verschwindet halt auch so ein bisschen im Berg. Vielleicht können wir dann hier an der Stelle ja sagen, man buddelt dann doch noch so ein Stück. Dass man die Ecke da sieht. Kann man das vielleicht auch nochmal bis in den Boden ziehen. So, hier wieder nachfärben. Hier nochmal nachfärben. Wunderbar. Okay. Dann fixen wir mal eben da unten die Stelle noch. Können wir euch einfach weiter runterziehen? Ist da noch Spielraum? Bei dem einen ja, bei dem anderen nein. Das ist ja auch schön. Da jetzt ungerne noch mal so einen langen Balken dran setzen, ne? Ist egal. Ich glaube, hier stört das ja keinen. So. Okay. Nächster Schritt wäre dann, dass da vielleicht noch frei buddeln. Nein, nächster Schritt wäre dann hier unten die Rundung und die kleine Brücke. Und dann wäre Lift plus Anfangsfahrtstück soweit dann fertig. Dann kopieren wir uns hier so ein Element hier wieder rüber. So ein Stück. Ich glaube auch nochmal so ein, zwei. Da ist halt die Frage.
Das müsste mit den Elementen ja auch funktionieren, ne? Hoffe ich. Ich bin mal gespannt, ob wir das so hinkriegen. Dass wir dann hier nochmal die Rundung so auslaufen lassen. Hier noch eine kleine Brücke irgendwie konstruieren. Auch in diesem Stil. Wir könnten, glaube ich, den Balken hier auch nochmal weiter runtersetzen, ne? Das können wir auch noch machen, weil mir fehlt hier irgendwie noch so eine Strebe. Das sieht unten noch so ein bisschen sehr wackelig aus. Ja, und dann, wie gesagt, buddeln wir noch ein bisschen an der Wasserbahn. Dass wir da den Streckenverlauf freikriegen, um zu gucken, wo ist diese Stelle mit diesem großen Rondell. Ne, dass wir da auf jeden Fall den Raum freigebuddelt bekommen. Ich hoffe nicht, dass das hier vorne diese eine Kurve ist. Ich befürchte es aber, dass es halt genau diese Kurve ist. Weil das fände ich an sich schön, wenn wir nochmal eine Stelle haben, wo die Bahn aus dem Berg rauskommt. Weil mir gefällt das richtig gut, wie die hier außen so durch das Gelände sich anpasst. Und ach, das liebe ich irgendwie. Aber es ist ja auch eine Minenbahn, deswegen möchte ich halt auch nicht allzu viel außerhalb des Berges. Also, ne, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ich glaube, wir haben ja bisher schon einen guten Mix. Aber diese Kurve wäre hier halt nochmal. Ach, die wäre super dafür nochmal. Aber ich befürchte wirklich, dass das die innenliegende ist. Mit der großen Höhle, die ich da machen wollte. Gut, ich bedanke mich dann aber an dieser Stelle fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüsselü!